Sehr schön. Ändern wir mal die Sicht. Machen wir Lichtverstärker an. Aha. Wo sollen wir hin? Da ist ein grüner Punkt. Da ist ein roter. Haben wir überhaupt gerade eine Panzersteuerung? Also bewegen wir jetzt Torso und Kamerakopf unabhängig? Ist das wie eine Karte? Navigation. No Limit. Major. Nur Major anzeigen. Wir haben keinen Navpunkt für ein Major-Ziel. Wenn wir nur ein bisschen besser gucken könnten. Wir sollten wahrscheinlich einfach warten, bis es hier Tag ist und nicht mehr Nacht, ne? So. Nur warum? Kompass wäre auch nicht schlecht. Oh ja, das da scheint der Punkt zu sein, wo wir hinwollen. So. Wie fahren wir jetzt vorwärts? Capture. Oh. Ich habe gerade ein Foto gemacht von der Nacht. Sehr schön. Und er macht irgendwas. Distance 5. Wir nähern uns irgendwie dem Boden. Fahren wir gerade runter? 3 Meter, 2 Meter, 5 Meter. Ich glaube, wir sind auf einem Stein gelandet und fallen gerade den Stein runter. Sehr langsam. Vielleicht macht's Knuff. So, mal lustiges Ratespielchen. So, Kamera an. 0,02 Meter. Was ist da oben? Ist da oben das Ding, das uns abgeworfen hat? Fragen über Fragen. So, warte mal, wo ist der Wegpunkt? Das sieht nach... Oh! Das sieht nach uns aus. Ah, das ist so ein Landing Strut. Das ist quasi nur eine Metallplatte, die dafür sorgt, dass wir stabil stehen bleiben. Warte mal, wenn wir uns jetzt weiter drehen, müsste hier gleich noch einer kommen. Je nachdem, ob das eine Dreier-Symmetrie oder eine Vierer-Symmetrie ist. Ah, haben wir einen Kompass? 25% erfüllt, nö. Control. Nein, wir wollen nicht disconnecten. Oh, Moment mal. Wir haben ein klitzekleines Problem. Wir haben keine Möglichkeit der Fortbewegung. Das heißt, wir sind nur eine Drohne. Wir sind kein Rover. Wir sind einfach nur gelandet, stehen jetzt hier und können Messungen vornehmen. Ja, dann tun wir das am besten mal. Wir hätten gerne dich. Wir würden jetzt gerne... Do not move instrument. Ah, okay. Da unten ist jetzt eine Anzeige. Und jetzt versucht er, eine Gasprobe zu entnehmen. Das dauert halt so lange. Und wenn das fertig ist, es könnte auch dieser Rahmen sein, der sich hier langsam füllt, dann haben wir eine Gasprobe entnommen, kriegen dafür wahrscheinlich Punkte, wenn wir das analysiert haben. Ja, zeig mal. 9 von 10 Uses. Das heißt, die nimmt jetzt 10 Proben. Analyse komplett. Ja, Mission erfolgreich. Besteht aus 95% Nitrogen, 3% Argon. Nee, Carbondioxid 95%, Nitrogen 3% und Argon 1,6. Also CO2 primär. Das heißt, die bräuchten eigentlich nur ganz viel Plankton. Und dann wäre auch irgendwann Sauerstoff. Siehe gewisse Science-Fiction-Filme. So, wir haben jetzt Tech Level 2 freigeschaltet. Ein Robotik-Arm, dass wir schon ein bisschen mit der Umgebung interagieren können. Eine Bodenprobe. Hatten wir vorher nicht. Vorher hatten wir nur Gasprobe, das war mein Fehler. Wir haben ein Solar Array, dass wir auch Strom generieren können. Und eine Solarzelle. Also läuft es nicht mehr über eine chemische Batterie, die irgendwann ausläuft. Sondern wir haben theoretisch endlos Strom. Ja, und die Resultate sind noch nicht angezeigt, weil das kommt erst später. Jo, sehr schön. Dann würden wir jetzt gerne zurück zum HQ. Ich denke mal, das geht über Disconnect. So. Ah, Herzchen. Und da werden die Kamerabilder noch angezeigt. Sehr schön. Also, Current Tech Level ist 2. Wir haben offensichtlich Geld bekommen.
Missions 1 von 2. Was haben wir noch? Mission Details. Wir müssen immer noch den Inside des Craters erfüllen. Was haben wir hier? Untersuche die schwarze Furchenregion. Die haben wir auch nur zu 50% erfüllt, weil wir halt so weit abseits gelandet sind. Ich bin davon ausgegangen, wir landen und bewegen uns dann fort. Das war halt mein Fehler. Als theoretisch sollten wir noch genau hier nochmal so ein Ding hinstecken. Nee, okay. Warte mal. Da. T2 Small Lander. 381.000. Vehikel? Okay. Ich find's ein wenig schade, dass sie uns so viel Arbeit abnehmen. Also die stellen uns jetzt für jede neue Mission einen eigenen Lander schon zur Verfügung. Wir müssen gar nicht selber rumbasteln. Aber okay. Hat das Ding jetzt Reifen? Weil das Bild da ist ein wenig irreführend. Modify. Nö, hat keine Reifen. Sieht schon mal interessanter aus, aber es hat keine Reifen. Roboterarm. Soil Analysis Probe. Ja. Low Gain, Basic, Telefokus, Solar Ray. Nö, hat noch keine Fortbewegungsmöglichkeit. Schade. Na gut. Launch Vehicle. So, dieser machen wir nicht den Fehler. Diesmal schicken wir es genau dahin. Launch. So, und jetzt warten wir am Anfang erstmal ab, damit wir nicht wieder irgendwo im All versuchen, Sachen auszufahren oder Proben zu nehmen. So. Ah, okay. Das war gerade die Klappe von unserem Raumschiff. Wir werden rausgeschmissen. Jetzt haben wir gerade den Wiedereintritt. Wir haben eine Geschwindigkeit von 40 Meter die Sekunde. Das ist schon mal ganz schön schnell. Und der Boden ist noch 700 entfernt. Wir können auch nicht großartig rumscrollen. Weil wahrscheinlich alle Kameras noch eingefahren sind. Sonst würden die ja beim Wiedereintritt abreißen. Wir haben es minus 66 Grad. Das war auch mein erster gedanklicher Fehler als Kind immer. Ich dachte, Mars, der ist rot, der muss doch ganz heiß sein. Aber, Pustekuchen. Das ist scheiße geil. Luftdruck 577 PA. Das weiß ich nicht, was PA ist. Zeit auf der Erde 18 Uhr. Zeit auf dem Victoria Crater. Oh. Das müssen irgendwelche Korrekturmaßnahmen sein. Das muss irre irritierend sein, wenn man in Real Life sowas verfolgt. Für Millionen Dollar schickt man was ins All, dann bekommt man solche Aufnahmen und muss dann darauf schließen, was gerade wirklich passiert. Ich glaube, da würde ich das kalte Schwitzen bekommen. Ich hoffe mal, die Solarzellen haben genug standardmäßige Energie. Oder wir haben die chemische Batterie als Backup dabei. Weil sonst müssten wir jetzt warten, bis es Tag wird. So, Boden ist noch 200 Meter entfernt. Sieht man gerade oben rechts auf dem Bildschirm. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie genau landen wir? Weil ich sehe da nicht diese Airbags, die ausgefahren werden. Dann würden wir noch eine ganze Weile hin und her kullern, bis wir landen. Und ich sehe keine Gegenschubdüsen, außer dass das weiße Zeug, was da gerade jetzt rumpustet. Ja, werden Gegenschubdüsen sein, weil wir bewegen uns noch mit 3 Meter der Sekunde runter. Fallschirm kann es auch nicht sein, dann würden wir den Fallschirm über uns sehen. Außerdem bräuchten wir ganz schön viele Fallschirme da, so wenig Atmosphäre da ist. Oh ja, wir landen gleich, dann können wir noch ein bisschen mehr machen als bei der letzten Mission. Und ich denke einfach, in der nächsten Mission werden wir noch irgendwas bekommen, was sich fortbewegen kann. Und eine Kamera mit einer besseren Auflösung wäre auch echt schick. Sowas mit Farbe zum Beispiel. So, 6 Meter, 5 Meter. Explore Streets Complete. So wirklich viele Daten haben wir noch nicht davon gesammelt. Wir haben Analyse der Atmosphäre abgeschlossen. Sind wir gelandet? Wechsel mal auf Kamera. Licht.
Oh. Wir hängen irgendwo fest. Ja, also Kamera 1 hängt schon mal fest. Kamera 2. Will gucken, wo Kamera 1 festhängt. Also da ist unser Bein. Man kann schon mal mehr sehen als vorher. Oh, oh. Jetzt hängt die Kamera. Die Kameras hängen fest. Ah, 0 Watt. Okay, wir müssen jetzt warten, bis hier Tag wird. Wo guckt die andere Kamera hin? Also die eine Kamera guckt auf den Stein. Die andere Kamera ist im Stein. Und die andere guckt auch irgendwo auf den Boden. Na gut, nicht so. Escape. Wir würden gerne... Adventure? Nein, Disconnect würden wir gerne. Dann würden wir gerne hier hin. Dann würden wir gerne auf die Karte. Und das hier deutet an, dass hier gerade Nacht ist. Das heißt, wir machen jetzt Skip Time. Mehr als eine Stunde. Wie kann ich das hier ändern? Gar nicht. Okay, Skip Time. Ich hoffe mal, dass es... Nee. Also die Anzeige, die man von hinten sieht, also von unserem Chefsessel hier quasi, die ist nicht akkurat. Das ist immer ein Yin-Yang. Das sollten sie ja noch einführen. Wow, wow. Was zur Hölle war das? Das erinnert mich gerade ein wenig an Donnie Darko, falls jemand den Film gesehen hat. Das ist der Time Warp. Okay, aber das... Ah, oh, eine Stunde, eine Woche? Nein. Eine Stunde, zwei Stunden. Ich muss einfach noch runterziehen. Okay, aber ich denke mal, zwei Stunden werden reichen. So, Skip Time. Genau. Da steht, es kommt irgendwie außerirdisch oder sowas. Aber nein, okay. Das hat natürlich nicht gereicht. Komm, nicht eine Woche. Drei Stunden. Es gibt Time. Dann müssten wir Licht haben, wodurch wir Strom haben und wodurch wir wesentlich mehr sehen können. Auch wenn wir zum Proben entnehmen nicht wirklich gute Sicht brauchen, aber ja, ich will auch was sehen können. So, müsste gleich Tag werden. Also, Zoom. Connect to Vehicle. Ja. Hängt alles noch fest? Was zur Hölle ist das da oben links? Ich glaube, ich schubse uns gerade mit irgendeinem komischen phallusartigen Ding vom Boden weg. Das könnte der Soil Sampler sein. Stangding. Ha. Das ist der Boden. Ich würde gerne nach oben gucken, ob die. Ah, mit der Drehung, okay. Sieht man noch den Sternenhimmel? Wo geht die Sonne auf? Guck mal mit dir mal dahin. Zwei? Achso, mit den Zifferntasten kann man hin und her blättern. Und wenn ich zwei bewege, bewege ich auch gleich drei mit. Weil die Kameras direkt nebeneinander an dem Roboter angeschraubt sind. Die eine ist halt eine Nahaufnahme sozusagen oder eine normale Aufnahme, das andere ist eine Weitwinkelaufnahme. So, und was mit 1? Ah, mit 1 bewege ich auch alle anderen Kameras, weil ich wahrscheinlich die ganzen Torso drehe. Aber ich kann 1 direkt nicht drehen. Also ich drehe nur 2 und 3, wie man oben rechts sehen kann. Nicht schön.